Die Friedensstadt Osnabrück. Hier leben über 160.000 Menschen aus 140 Nationen mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen. Das Harken von Kies ist eine wichtige Meditationsübung im Buddhismus. Dies kann man in den öffentlichen Gärten der Weltreligionen am Gymnasium in der Wüste erfahren. Nach 3 Jahren Planungs- und Bauzeit ist in den verschiedenen Innenhöfen durch Schüler und öffentliche Träger ein Ort der Begegnung entstanden für Menschen mit verschiedenen Religionen. Hier können sie sich begegnen und zum Dialog zusammenfinden. Für den islamisch-maurischen Garten waren wir in einer türkischen Gemeinde, in der DİTİB-Gemeinde hier in Osnabrück und durften da halt auch als Frauen, was ganz Besonderes eigentlich ist, an dem Freitagsgebet teilnehmen und durften uns das alles angucken. Und das war schon sehr interessant, was man da gehört hat, weil wir das, sonst man kennt das ja gar nicht. Man hört immer nur, man hat so Vorurteile und wie das so aussehen soll. Und, aber es gibt ganz viele Verschiedenheiten, aber auch ganz viele Sachen, die gleich sind zwischen den Religionen und zwischen den Paradiesvorstellungen und wie diese Gärten auszusehen haben. Jugendliche und Erwachsene setzen ein Zeichen für ein friedliches Miteinander. Gefördert werden solche Projekte vom Büro für Friedenskultur der Stadt Osnabrück, das einzige dieser Art in Deutschland. Ein besonders wichtiges Anliegen ist uns die Förderung bürgerschaftlicher Aktivitäten, denn sie sind letztlich der Motor der Friedenskultur in dieser Stadt. Wir fördern, wir beraten, wir initiieren aber auch selbst innovative Projekte. Alle 2 Jahre steht Osnabrück ganz im Zeichen afrikanischer Kulturen. Dieser Kontinent mit all seiner faszinierenden Vielfalt, den können die Menschen mit allen Sinnen erleben. Das Morgenland-Festival möchte eine Annäherung zwischen dem arabischen und westlichen Kulturraum herbeiführen. Diese beiden Festivals, aber auch andere spannende Projekte wie die japanischen Kulturtage, sie holen die Welt nach Osnabrück. In Osnabrück versuchen wir, den Gedanken der Völkerverständigung zu leben. Für Toleranz und Pazifismus engagierte sich auch der Schriftsteller Erich Maria Remarque. Bis in die 30er Jahre lebte er in Osnabrück. Seine Gedanken sind heute noch aktuell. Die Stadt liegt mir am Herzen. Wir sind doch da geboren und aufgewachsen. Euch drüben gelte ich als Weltkind. Hier nennen meine Freunde mich den Osnabrücker. Fast alle meine Bücher haben ein Stück Hintergrund von Osnabrück. Im Herzen der Stadt das Rathaus mit dem Friedenssaal. 1648 wurde hier über das Ende des Dreißigjährigen Krieges verhandelt. Es ist das Zentrum der Friedensarbeit in Osnabrück. Das 350-jährige Jubiläum des Westfälischen Friedens war für viele Bürger ein ganz besonderes Erlebnis. Dieses Jubiläum war in der Geschichte der Stadt ein einmaliger Vorgang. Es hat noch nie in der Geschichte der Stadt eine Situation gegeben, wo zum gleichen Zeitpunkt, an gleichem Ort und Stelle 20 Staatsoberhäupter hier in Osnabrück anwesend waren. Mit dem Westfälischen Friedensschluss wurde die Grundlage für das moderne Europa gelegt. Aus diesem Vermächtnis leitet die Stadt ihr friedenspolitisches Engagement ab, das sich mit Themen der Gegenwart befasst. Die Osnabrücker Friedensgespräche sind Teil eines umfassenden Programms zur Förderung der Friedenskultur in der Stadt Osnabrück. Sie regen zum Dialog an und wirken aufklärend. Sie befassen sich mit ganz unterschiedlichen Themenstellungen, die zu tun haben mit der interkulturellen Verständigung zwischen den Menschen, mit Toleranz und mit Fragen der Religion. Einmal im Jahr begehen wir hier in Osnabrück das große Osnabrücker Friedensfest. Sehr eindrucksvoll dabei das Steckenpferdreiten, ein echtes Kinderfriedensfest, bei dem alle Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der Osnabrücker Schulen mit ihrem Steckenpferd über den Marktplatz reiten. Der Begriff Menschlichkeit erscheint so lange als bittere Satire, als Menschen ihres Glaubens und ihrer Überzeugung wegen ungestraft eingekerkert, gefoltert und getötet werden können. Das Bürgermahnmal Alte Synagoge. Eine Gedenkstätte erinnert an die Pogromnacht von 1938, errichtet von 200 Auszubildenden und Schülern. Der gebrochene Davidstern wurde von Lehrlingen gefertigt.
Ein bleibendes Mahnmal für die Osnabrücker, aber auch eine bleibende Erinnerung für die Jugendlichen. Ein besonderer Ort des Erinnerns, das Felix-Nussbaum-Haus. 1998 erbaut vom amerikanischen Architekten Daniel Liebeskind. Die Architektur und die Bilder des Osnabrücker Malers sind Publikumsmagnet für Besucher aus ganz Europa. Das Haus zeigt mit 160 Arbeiten die weltweit umfassendste Sammlung des in Osnabrück geborenen und 1944 in Auschwitz ermordeten Künstlers Felix Nussbaum. Am Markt, das Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum. Es beherbergt eine Dauerausstellung zu Leben und Werk des weltbekannten Schriftstellers und ein Archiv mit der angeschlossenen Forschungsstelle Krieg und Literatur. In Gedenken an das pazifistische Engagement Remarques wird alle zwei Jahre der Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis von der Stadt Osnabrück an herausragende Schriftsteller verliehen. Im September und Oktober jeden Jahres steht die Stadt im Zeichen verschiedener Kulturen. In die Planung dieser Wochen der Kulturen werden über 90 Vereine und Kulturhäuser mit einbezogen. Friedensarbeit auch an der Universität. Hier forscht der Historiker Professor Klaus Bade, Gründer des Instituts für Migrationsforschung und interkulturelle Studien. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Osnabrücker Friedenskultur. Hier geht es in der Tat darum, dass eine Stadt ganz früh begriffen hat, dass in einer Einwanderungsgesellschaft Migration und Integration Zentralbereiche der Gesellschaftspolitik, der Wirtschaftspolitik und der Kulturpolitik sind. Diese Stadt hat ein eigenes Kulturkonzept dafür entwickelt, in Zusammenarbeit mit den Migranten, in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. Sie ist operativ in dieses Feld hineingegangen und sie vermittelt auch interkulturelle Kompetenz für ihre eigenen Bürger. Ich glaube, Osnabrück ist in dieser Hinsicht wie wenige andere Städte in der Bundesrepublik sehr gut aufgestellt und auf einem guten Weg. Friedenskultur in Osnabrück bedeutet auch Zusammenarbeit mit internationalen Partnern. In Kooperation mit Institutionen der Vereinten Nationen entstand die Idee von Osnamoon. Ein authentisches Simulationsspiel der UNO-Generalversammlung mit Studierenden. Die Osnabrücker Teilnehmer wurden schon nach New York zur UN und zur Universität Birzeit in Palästina eingeladen. Die Studenten in diesem Projekt Osnamoon sehen sich natürlich in erster Linie einmal als Menschen, die einer bestimmten Idee des Friedens eigentlich anhängen. Das heißt, über Kooperation, über friedliche Streitbeilegung, Streitaustragung und Streitbeilegung eben Konflikte beizulegen oder zu bearbeiten. Sie sehen sich aber auch hier in Osnabrück als Botschafter dieser Friedensidee. Osnabrück heute. In der Tradition des Westfälischen Friedens von 1648. Das Felix-Nussbaum-Haus, die Friedensgespräche, der Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis und das Friedenszentrum sind Beispiele der Friedensarbeit Osnabrücks. Aber auch die international agierenden Institutionen Terre des Hommes, die Bundesstiftung Umwelt und die Deutsche Stiftung Friedensforschung bilden tragende Säulen der Osnabrücker Friedenskultur. Durch die enge und vertrauensvolle Verbindung mit diesen Stiftungen wird auch deutlich, dass auch Kommunen in der internationalen Friedenspolitik etwas bewegen können. Friedenskultur ist auch ein Standortfaktor. International operierende Unternehmen schätzen und fördern das weltoffene Klima der Stadt. Wir sind ein Unternehmen, was in vielen Ländern tätig ist. Darum ist es für uns wichtig, in einer Welt und in einem Umfeld zu leben, was auf gegenseitige Verständigung ausgerichtet ist. Da ist auch wiederum die Verbindung zur Friedensstadt Osnabrück, in der ja viele Friedensaktivitäten laufen, speziell viele Diskussionen und Gespräche. Bürger, Institutionen und Vereine fördern ein Klima von Weltoffenheit, Respekt und Toleranz in der Friedensstadt Osnabrück.